Hallo zusammen, es ist Dienstagabend, 19. März. Ich mache heute einen Film über Einzelaktien. Ich mache auch keine Scheine dabei. Der Hintergrund ist, dass ich ja am Donnerstag mit dem Jörg Scherer das Webinar mache. Und da ist mein Part, sind die Aktien. Da nehme ich also die meistgewünschten Aktien und das ändert sich hier stündlich. Deswegen die ersten 6 Aktien werde ich am Donnerstagabend machen. Ich stelle auch den Link gleich nochmal rein. Dann die Aktien 7 bis 12 mache ich übers Wochenende und heute mache ich aber die Plätze 13 bis 17. Denn da wird sich nicht, die sind also weit abgeschlagen. Ich glaube nicht, dass sich da noch sehr viel ändern wird. Und deswegen mache ich heute diese Aktien, weil Donnerstag wird es nicht gehen. Freitag kommt der DAX-Film und dann versaue ich mir das ganze Wochenende. Also mache ich jetzt heute diese 13 bis 17 und ich fange an mit Porsche. Das sind die PAG 911. Es wird mit Sicherheit wieder einer kommen. Wieso nimmst du nicht die Vorzüge? Wenn ich dann die Vorzüge nehme, dann kommen die anderen und sagen, nimm die PAG 911. Deswegen, ich habe mich jetzt einfach für die entschlossen und vor euch liegt der Chart. Die in der letzten Woche, die Analysten, die haben sich überhäuft mit Kaufsignalen. Ja, der DZ 104, Soxchen 100, JP Morgan 120, Goldman 103, Deutsche Bank 100. Die einzigen, die verhalten sind, ist Jefferies, die bleiben bei 85. Was macht die Porsche? Also ich nenne sie jetzt die Porsche, aber nochmal, das sind die 911. Dieser Bereich hier, wo ist meine Maus da? Dieser Bereich hier, der kommt vom Oktober 23, ja? Der ist, glaube ich, also öfters gesehen und danach verließen sie ihn. Und da sind wir jetzt dran. Und das ist aber auch die Verbindung mit der 200-Tage-Linie. Analysteneinschätzung hin oder her, damit sollten sie sich schon ein bisschen schwer tun. Technisch, jetzt mache ich das mal hier raus, so. Komm her. Technisch gelten die als hoch, ja, aber ich habe hier nirgendwo, aber nirgendwo ein Signal der Schwäche. Die sind über der 200-Tage-Linie, sie sind an dem Widerstand dran. Die haben das Band überboten, gestern auch schon. Und diese Bewegung hier, da ging die ja runter bis 78 morgens, das habe ich nicht verstanden. Und dann auf einmal waren sie bei 90. Also das war schon irre. Aber ich habe hier nirgendwo irgendetwas Negatives zu sehen oder zu sagen. Und mal einen Blick auf die Woche habe ich mir hier aufgeschrieben. Hier sieht man diesen grauen Bereich noch mal ein bisschen deutlicher. Das ist bestimmt nicht einfach. Aber die 200-Wochen-Linie, weil die Technik ist auch nach wie vor völlig in Ordnung, die liegt in Spuckdistanz bei 99 und da zieht dann auch die 100. Also ich finde, die sind grundsätzlich in Ordnung. Wüsste ich nicht, warum man die irgendwie short gehen sollte. Und wer sie hat, kann sie behalten. Wirklich negativ würden sie erst werden unter der 78. Das war, ich gehe zurück auf den Tag, die Geschichte hier von letzter Woche, da, vom 11.3., vom 12.3. Wenn sie da drunter gehen und schließen sollte, dann müsste man sich nochmal mit dem Bereich um die 70 beschäftigen. Aber ich finde, die sehen recht gut aus. Jetzt eine Aktie, die vermeide ich wie der Teufel des Weihwasser, Zalando. Jesus Christ, was habe ich die Werbung gehasst. Jetzt muss ich gerade mal schauen, da gab es nämlich einen langen Trend. So, hier ist er. Das ist jetzt der Wochenchart. Also nochmal, die waren 100, da waren die HelloFresh auch mal. Die waren 100 und wenn ich den schlicht hier runterziehe, da komme ich auf Wochensicht in den Bereich von 24,50 ungefähr. Die haben auch gesagt, sie restrukturieren das eine oder andere. Die Zahlen waren okay oder besser zumindest als erwartet. Sie stehen jetzt momentan bei 23,06. Komm, ich gehe mal auf den Tag zurück oder hin auf den Tag. So. JP Morgan 27, Morgan Stanley 26, UBS 23. Lediglich, wer ist das? Bärenberg hat sie zurückgenommen. Ich glaube von 25,5, aber auf 25. Und wenn ich das hier so sehe, es gibt hier auch einen recht deutlichen Widerstand, aber der ist ganz knapp vor der 25. Hier ist dieser Downtrend, den ich eben gezeigt habe, mit 24,5. Sie handeln an der 200-Tage-Linie. Es gibt Widerstände hier vom Chart, aber für mich wichtiger ist dieser hier. Oh, jetzt muss ich das Ding doch wieder reinholen. Und zwar ist der bei 24,60. Technisch in Ordnung, ja. Nur, also ich weigere mich, so ein Ding zu handeln. Also meins ist es nicht, muss ich ehrlich sagen. Von der Woche her auch noch in Ordnung, alles nach oben gerichtet, sowohl über den Trendfolge als auch über den Oszillator. Auch hier die obere, ich zeige es mal ein bisschen deutlicher, das obere Band liegt auch so in diesem Bereich von 24,5.
Also das sollten Sie auf jeden Fall sehen und dann müssen Sie sich entscheiden, ob das wirklich alles so sinnvoll ist, was die hier machen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin kein, ich gucke fast nie auf Zalando. Von den Bändern her absolut in Ordnung, da dreht noch nichts am unteren Band ein. Also die 24,5 sollten Sie sehen und dann müssen Sie beweisen, was Sie können. Dann habe ich als nächstes die Mercedes. Die sind in der Zeit, in der ich im Urlaub war, so angezogen. Gucken, hier, machen wir das mal rein. Das war, ich bin irgendwo hier weg. Wo war ich denn da? Irgendwo. Ja, sowas. Hier bin ich weg, 65. Dann komme ich wieder, stehen sie 75. Das Einzige, was ich gesehen habe, dass der Colenius einen ordentlichen Bonus bekommt. Ja, wenn es dem Laden gut geht, dann ist das fein. Das operative Konzernergebnis ist zwar um 4% gestiegen, aber es ist trotzdem noch mit 19,7 Milliarden. Das ist ordentlich. Und man darf eins nicht vergessen, der nächste Wert wird Daimler Truck sein. Daimler ist mit 30% an Daimler Truck beteiligt und auch noch mit 5% über die Pensionsfonds. Von den Bändern her, ist das hier schon, knickt es alles ein und sie macht hier diese Seitwärtsphase. Vielleicht ist das auch nur eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Vor diesem Hintergrund ist diese Linie hier und die kommt seit, oder die ist vorhanden seit dem 6.3.23, war ein schönes Doppeltop. Seitdem ist sie vorhanden und da liegt auch das obere Band. Soll aber auch heißen, wenn die das rausnehmen mit einem Kurs von, sagen wir mal, über 77, dann haben die erstmal wieder Platz bis in den 80er Bereich. Also ich bin überrascht, vor allem wenn man das vergleicht mit VW zum Beispiel. Ich bin überrascht, dass die so angezogen sind. Meine allerdings auch, dass das sehr viel mit Daimler Truck zu tun hat. Wir sind von der Technik her völlig in Ordnung, über den Trendfolger, über den Oszillator. Nochmal kurz auf die Woche gelunzt. Ja, gilt als hoch, aber auch hier, ich habe kein Verkaufssignal. Hier sieht man diesen ganzen Bereich um die 76 rum. Der wird schwierig, aber schaffen kann sie es. Aber heute und jetzt die kaufen, das mache ich auch nicht mehr. Das macht für mich jetzt relativ wenig Sinn. Und zum Short gehen habe ich kein Signal. Was haben wir hier als nächstes? Die Daimler Truck. Daimler Truck, kleine Sekunde, hier sind sie. Sensationelle Performance ist die Woche. Gehen wir erstmal hier in den Tag rein. Sensationelle Performance allein in diesem Jahr. Das Jahr fing an, hier. Da waren sie bei 32, hatten nochmal kurz runtergeschnüffelt auf 30,70 und sind jetzt bei 47,5. Ja, das ist also schon, das ist schon erstaunlich. Nochmal an Daimler Truck. Mercedes hat selbst und über den Pensionsfonds 35%. Super Zahlen. Erwarten auch gute Zahlen für 2024. Sämtliche Analystenschätzungen wurden übertroffen. Dividende 1,9 Euro, entspricht so in etwa 4%. Von der Technik her schon seit längerem überkauft. Aber das ist immer das, was ich sage, solange der Freund hier nicht unter 80 geht, ist da kein, also ich habe kein Verkaufssignal. Vom Trendfolger her auch völlig in Ordnung. Das ist eine komische Figur hier, aber das kommt durch diesen Sprung, den sie hier gemacht haben. Und den haben sie sich offensichtlich verdient. Also auch hier, das ist, soweit ich weiß, sogar, das mal gucken, ich hole meinen ganzen Chart rein. Ja, das ist ein All-Time-High, Uncharted Territories. Die können jetzt hier aufhören und mal ein bisschen nachgeben. Die können aber noch locker 10 Euro steigen. Also Unterstützung würde ich diesen Bereich um die 20-Tage-Linie und hier dieses Opening Gap nehmen, die 41. Das sehe ich als Unterstützung an. Dann haben wir Allianz. Jeder von euch wird am Ende des Jahres oder am Anfang des neuen Jahres eine Rechnung bekommen haben, was da so die ganzen Versicherungen wollen. Bei mir war das durch die Bank richtig hoch wieder. Also die haben, ich überspitze es mal, die haben carte blanche. Dieser Aufwärtstrend hier, der kommt vom 3.10.22. Da waren sie 160, ich runde leicht. Und die sind jetzt auf einem 23-Jahres-Hoch. Ich zeige das mal über den Monat. Da sieht man das schöner. 23-Jahres-Hoch. Hier, das war 2002. Da sind wir schon drüber. Also wir sind irgendwo hier. Das ist September 2001, 23-Jahres-Hoch. Sämtliche Versicherungen haben überall fantastische Zahlen gemeldet. Ob es die Rückversicherer sind oder Generali oder die AXA.
Also es ist schon spitze. Die Dividende wird erhöht und es läuft ein Aktienrückkaufsprogramm in Höhe von 1 Milliarde, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel die davon schon eingekauft haben. Also Allianz, gehen wir wieder zurück auf den Tag, hat bei mir auch mit dem heutigen Tag, was haben die denn heute gestiegen, nochmal 2% draufgelegt. Ja. Ich sehe hier nirgendwo einen Widerstand. Ich sehe hier beim besten Willen keinen. Und auch wenn sie hoch sind, sind sie nirgendwo negativ. Und eine Unterstützung würde ich haben, hier so im Bereich 256, sieht also kurzfristig auch noch alles in Ordnung aus. Kann man absolut nicht meckern. Gut, und dann geht es weiter am Donnerstag mit den anderen Werten.